es gibt so verschiedene, ich würde mal sagen, fast schon verschiedene Denktypen. Wenn du an alles zweifelst, dann kommt man auch nicht in die Umsetzung. Na? Klar könnte ich zu mir sagen, scheiße, ne, ein Jahr funktioniert das Reselling nicht. Nach einem Jahr kann ich nicht mal davon leben, also höre ich jetzt auf. Aber was ist, wenn es nach 2 Jahren funktioniert? Und das ist immer das gewesen, was du jemals tun wolltest. Das, was dich erfüllt, das, was dich glücklich macht vor allem. Wie lange würdest du dafür arbeiten, bis du deine Leidenschaft, dein Hobby zu deinem Beruf machen kannst, wo du weißt, dass du glücklich bist, wo du weißt, dass du nicht unterdrückt wirst, wo du weißt, dass du dein eigener Boss bist, wo du weißt, wo du andere Leute führen kannst. Wie lange von deiner Lebenszeit würdest du dafür geben, um glücklich zu sein in dem, was du tust? Und diese Frage habe ich mir gestellt und ich habe mir einen Zeitraum von 10 Jahren gesetzt, wo ich gesagt habe, ich ziehe jetzt 10 Jahre jeden fucking Tag durch, bis ich es geschafft habe, bis ich davon leben kann. Und mittlerweile kann man sagen, habe ich es gepackt. Ne? Mittlerweile kann ich von Reselling leben. Ja, ging relativ fix. Also waren die 10 Jahre schon ziemlich auch wieder sehr, sehr hoch gepokert oder das Ziel halt ja ziemlich entspannt, ne? Ziemlich entspannt. Nach 10 Jahren schaffst du es locker. Vor allem, wenn du jeden Tag agierst, wenn du jeden Tag dafür was machst, dann schafft man das nach 10 Jahren absolut.